Wascher singt weiter. Was, ja, was möchtest du denn singen? Irgendwas Trauriges, irgendwas, was aufmuntert? Nö, ich habe ja gesagt, irgendwas, was halt so ein bisschen hoffnungsbringend klingt. Also ich meine, Möchtest die du Umgebung Heilkunde schon Seele noch trocken. mit reinpacken? Wenn ich das kann, dann ja, klar. Wenn du möchtest, kannst du eine Heilkunde Seele in deinem Lied verpacken, ja. Ich gebe dir eine Okay. Erleichterung von einem Punkt. Aber ihr geht auf alle Fälle irgendwie hungrig ins Bett, beziehungsweise ihr werdet noch hungriger wach. Die Antilope hat, wie gesagt, nicht so richtig geschmeckt. Ihr habt kein Wasser zurzeit. Am Ende des Tages ist euer Wasserschlauch leer. Ihr habt zwar neue bekommen. Das ist Und gelungen. Sehr wir können natürlich ein Feuer machen. Ja, einfach daraus hat noch nach irgendwelchen Kräutern zum Würzen von dem nicht gekochten Krebsfleisch gesucht, aber nichts gefunden und dann, ja, kratzt da diese gepanzerte Schale auch nur aus und ja, würde versuchen dann irgendwie einen Teil des Krabbenpanzers mitzunehmen und ja, Also also du wenn du mir isst das Gericht sagst. Krebsbein. Nein, tue ich nicht. Und wenn du mir sagst, ob ich da irgendwie, also meine Idee ist jetzt, dass ich daraus vielleicht ein Schild bauen kann. Da vielleicht irgendwie so eine Scherenkrabbe, eine große Scherenkrabbe mitnehme. Da das Fleisch rauskratze. Also, vielleicht nicht aus dem Bein oder aus einer Schere, aber der Rückenpanzer wäre auf alle Fälle groß genug. Da kannst du mir jetzt nochmal eine Lederverarbeitung einschmeißen und eine Schneidernprobe. Wenn dir das gelingt, dann kriegst du es auf alle Fälle irgendwie so mit an deinem Rucksack, dass es dich, Shippy. Schippi. Ja, das Den Ding möchte ich brauchen wir doch jetzt. noch. Aber den möchte ich haben. Aber wir brauchen den noch. Ja, eben. Ich sag doch, wir brauchen den Shippy Unfassbar. noch. Level 12, Level 11 mit 4 Punkten setzt ein Shippy ein. Ja. Okay, dann kannst du dir auf alle Fälle einen großen Teil dieses Panzers mit dazu nehmen. Der hat da auf alle Fälle, der wäre stabiler als das Ding, was Rodrigo hat. Vielleicht kann man den auch weitergeben an Rodrigo, wenn der seine Sachen nämlich nicht pflegt und du kannst das Holzschild betrachten. So langsam, wenn das nicht besser wird, kann man da auch mal mit dem Finger reindrücken. Denn das Holz modert auch. Holz war doch Aber das du. Einzige, was hier nicht moderte. Nee, hier Nur modert alles. spezielles Holz. Das maraskanische Holz muss auch eingerieben werden mit den Harzen, beziehungsweise mit diesen Holzschutzmitteln, die dann ja auch diese spezielle Farbe haben. Also auch Holz, auch Hartholzharnische würden sonst anfangen zu modern. Du kannst dir auf alle Fälle dann ein schildgroßes Ding mitnehmen. Du musst es natürlich auch irgendwie transportieren. Also überleg dir, was du hier lässt und was du weiter mitnimmst. Das Ding hat ansonsten Rüstungsschutz 5, wenn du es aufarbeitest. Also jetzt kannst du es noch nicht als Schild benutzen, aber später könntest du damit arbeiten. Hast du da ein Gewicht im Kopf? Ein bisschen was habe ich noch frei. Was hat Rodrigo? Wie schwer ist dein Schild? 5 Kilo. Dann schreib dir mal 5 fünf, Kilo. dann schreib dir mal 5 Kilo auf. Das sind 200 Unzen, ne? Ja. Sonst lass irgendwas anderes da. Guck mal. Okay, ihr habt Kälteschaden. Alle diejenigen, die kälteempfindlich sind, bekommen 1W6 Kälteschaden, wenn sie jetzt hier schlafen. Ihr habt kein Zelt, ihr habt nichts, was euch irgendwie schützt. Der Wind weht hier und das ist alles sehr, sehr ungünstig. Eine kurze Frage, was ihr noch letztes Mal gewürfelt auf Wildnisleben und zum Beispiel, ich habe es ja geschafft letztes Mal, dass du gesagt hast, ich habe auch den besten Platz, kriege ich dann auch Genau. trotzdem den Kälteschaden? Ja, bekommst du. Okay. Das ist nur für deine Regeneration gleich wichtig. Okay. Gut, diejenigen, die kälteempfindlich sind, 1W6 Kälteschaden, könnt ihr euch dann aufschreiben. So, dann zur Regeneration. Ihr könnt euren individuellen Schlafplatz noch einmal bestimmen. Die Probe war erschwert, glaube ich, um 6, weil Sumpf. Ne, um 6, ich muss gerade gucken. Acht, Ich glaube um 8, glaube ne? ich. Ich glaube um 8, weil da noch irgendwas anderes drin war. Wer Geländekunde Sumpf hat, würde das. Ich weiß nicht, ob Rodrigo Sumpf hat oder hast du Wald? Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Gelände genommen.
Du hast gar keine, okay. Ansonsten wäre sie nochmal erleichtert mit der passenden Geländekunde. Maraskan zählt natürlich auch. Diejenigen, die die individuelle Schlafplatzprobe schaffen, haben nur eine Regeneration minus 5, alle anderen haben sie minus 6. Aber es ist kein Schaden, der entsteht. Jemand mit hoher Regenerationskraft, jetzt gerade ASP, könnte da dann natürlich trotzdem regenerieren. Nutzt mir die Kälteresistenz dann noch was? Die Kälteresistenz hilft dir nicht, nein. Das kommt einfach durch Wind geschützt. Und muss gerade gucken. Ebener Untergrund. Die Dinger sind dann entweder minus 1 oder minus 2 und das summiert sich dann auf. Ich wäre damit Maßkrankund nicht, sorry. Du bekommst eine Dreier-Erleichterung, dann ist es nur noch eine Erschwernis von 5 Punkten für den individuellen Schlafplatz. Das heißt, du hast eine minus 6. Man regeneriert tatsächlich Genau, ASP. also jetzt Regeneration von Astralkraft mit, das könnte bei Brindigian vielleicht auch noch sehr, sehr sinnvoll sein, ASP zu regenerieren. Aber bei Lebenspunkten sehe ich da sehr schwarz. Das Ja, Problem ein hat Myria W6 natürlich minus auch. 6. Aus die kurze Frage, die XML, die ich jetzt gerade hier im Fantasy Grounds habe, Ach ist das eigentlich so. schon die neue? Weil Nee, ich ist merke es gerade, die nicht. Werte, auf die ich Stimmt, hier würfel, mach sind ich. irgendwie ganz Nee, falsch. das ist noch die falsche. Die lade ich gleich in der Pause mal hoch und dann ist das die aktuelle, die Ich habe neue. mich schon Das bei habe ich. HK-Wunden gewürfelt, bewundert, weil ich die eigentlich auf 9 habe, deswegen, weil ich hier nur Ja, Screen nee, habe. Da mach muss ich ich mal gleich in der gucken. Pause. Ich habe das vergessen, weil ich ja gerade erst Nee, nach kein Hause kam. Problem. Ich habe mich nur gewundert. Alles klar, gut. So. Dann dürfen alle außer Ephadaios und Rodrigo ein W20 schmeißen. Und zwar auf eure Konstitution. Schon. Easy. Oh. Oh, ich Okay, habe trotzdem gehört. Rodrigo Entschuldige, muss außer ich habe mal nicht. wieder falsch verstanden. So, Brindigian. 3 Punkte übrig. Kasim, nicht gelungen. 17. Rodrigo ist egal. Yalan, gelungen. Sehr gut. Nee, bei mir ist nicht Brindigian. gelungen. Ich bin daneben. Nee, dann. Achso, das war eine Das war oben Intuition. eine Intuitionsprobe bei seiner Regeneration noch. Das ist eine 16. Okay. Wascha, du kannst mal deine aktuelle XML aufmachen oder deine HTML Ja. und dir deinen HKK angucken, deine Heilkunde Krankheiten. Denn am nächsten Morgen erwachen viele mit einem widerlichen Geschmack im Hals. Sie fangen auch an zu husten. Und wenn ihr ausspuckt, könnt ihr sehen, dass es bräunlich verfärbt ist. Rotbräunlicher Schleim, ab und zu ein bisschen Husten, ab und zu ein bisschen kalt, was natürlich durch den Sumpf kommt, ab und zu aber auch ein bisschen zu warm. Soll ich dir meine HK-Krankheiten würfeln, oder? Genau. Kannst einfach mal mit die 3W20 auspacken. Das sieht gut aus. Ich glaube, so hoch ist sein Talentwert nicht mehr, ne? Doch, auf Doch, 10, ist ich immer habe noch gerade so. Okay. nachgeguckt. Ja, klar, habe ich extra so gelassen. Okay, perfekt. Dann weißt du auf alle Fälle, das ist blutiger Rotz. Ephadaios und Rodrigo mussten nicht würfeln, weil die haben sich beide dagegen entschieden und haben keine Prophylaktika genommen. Alle anderen haben die automatisch bekommen. Die Offiziere hätten sie kaufen müssen und sie haben sich beide nicht dazu entschieden. Ein großer Teil dieser Expedition ist jetzt an blutigem Rotz erkrankt. Die ist natürlich mit diesem THW bekannt, was die Behandlung für so etwas ist. Bettruhe, und zwar ungefähr 1 W 6 Tage. Wer die Bettruhe nicht einhalten kann, könnte weiter krank werden. Ein Gegenmittel ist hier nicht bekannt. Wie viele Leute sind denn krank? Die Helden. Und ja, Myri auch auf alle Fälle, Fejarion und wo ist denn Mopane? Achso, da Mopane sind nicht krank. Der gute alte Porquum ist natürlich alles ein bisschen älter, der ist auch krank. Dynar nicht, der hat gute Zieh mal Karo. alle irgendwie auf die rechte Seite, die krank sind, dann Alles suche klar, machen wir. ich mal einen Zustand für die raus. Potro ist auch krank. Wozu der Arme kriegt Simon? Elikara nicht, nee, so, Dynar, eine gute. Dann haben die halt ohne Krankheiten Leute auch was zu tun. Die Frage ist halt, wenn ich weiß, was es ist, kann ich es zumindest bei meinen Kameraden
die, wo ich denke, dass es wichtig ist, mit, naja, mit meinen Fähigkeiten heilen, wenn ich genug Aspir ansetze. Ich verstehe es trotzdem nicht. Wo sind die Kranken, wo sind die nicht Kranken? Das hier sind die Kranken. Okay. Ich verstehe nicht, warum man eine Krankheit sofort bekommt, wenn man keine Prophylaktika schluckt. Was heißt denn sofort? Achso, das ist immer verdeckte Kunzi-Proben gewürfelt. Ja, ja, ihr lauft ja sowieso schon die ganze Zeit durch den Dschungel, seit mehreren Tagen, und jedes Mal wird gewürfelt. Bei den anderen war es bisher noch nicht wirklich sinnvoll, aber jetzt laufen die Prophylaktika aus. Das ist das Problem, was ihr habt. Insektenschutzmittel ist noch da, aber ja, die Prophylaktika, wie gesagt, sind jetzt zur Neige gegangen. Okay, nochmal zum Verständnis. Das heißt, alle aus der Gruppe, die rechts sind krank, ja? Genau. Du hast auf alle Fälle noch den Oskur an deiner Seite, der als Heilkunde Krankheiten Spezialist ja mitgegeben worden ist. Mhm. Und es sind jetzt 8 Leute. 8 von 1, 2, 3, dem Rest. Ja, da ich ja immer noch Rodrigo als Anführer sozusagen wahrnehme im Borscha, gehe ich mal zu Rodrigo. Rodrigo, würdet ihr mir etwas gestatten, mit euch auszuprobieren? Was denn? Ich sehe, ihr seid krank. Was? Ich habe nur ein bisschen Halsschmerzen und einen komischen Geschmack im Mund. Nein, es wird schlimmer werden. Ich bin mir sicher, wenn wir weiterreisen und ihr seid nicht genesen, wird es schlimmer. Ebenso wie bei den anderen. Rodrigo erhebt sich. Lass mal kurz gucken. Und klappert die Leute ab, die du meinst mit dir, die krank sind. Von wegen, hast du auch so einen komischen Geschmack im Mund, was ist los? Ja, wenn du dann sagst, dass es am Ausspucken liegt, dann sollen die Leute mal irgendwie ein bisschen hochziehen, einmal ausspucken, dann schaut es mal mit dir zusammen an, dann zeigst du ihm vielleicht die braunen Stücke da drin oder das braune Zeug an sich. Seht ihr, es hat einige erwischt, und wenn wir so weiterreisen, dann wird es einige richtig doll erwischen. Was passiert mit den Gesunden? Ist das A, ansteckend, und B, was passiert, wenn wir jetzt noch ein paar Tage hier bleiben? Wenn die Gesunden dann auch noch krank, weil sie sind ja auch noch in der gleichen Umgebung? Oder woher kommt die Krankheit? Das musst du mir jetzt OT sagen, Frosty, das weiß ich nicht. Ursachen. Längerer Aufenthalt im Regenwald, 20%. Nähe von Kranken, 30%. Blätter und Hölzer aus dem Regenwald sind manchmal Überträger des Rotz, 5%. Dann bei Berührung, 10%. Wir sollten die Leute auf jeden Fall von denen trennen, die krank sind, weil die Wahrscheinlichkeit schon höher ist. Aber die anderen Leute werden doch, desto länger wir hier drin sind in diesem Scheiß, auch krank. Auch wenn wir nicht sie berühren und nicht mit ihnen zusammentun, oder sich das verkehrt. Das ist richtig. Das heißt, wir könnten entweder die Gruppe aufsplitten und die Gesunden schon mal vorschicken, oder wir trennen die Leute und hoffen, dass innerhalb von 2 Tagen die jetzt Gesunden nicht auch noch krank werden, und brechen dann auf mit denen, die eben noch krank sind, mit dem Risiko, dass es bei ihnen schlimmer wird. Wobei ich doch nicht was machen könnte. Mädchen, du übertreibst. Rodrigo hier, ich wollte ihn eigentlich noch etwas länger aufheben, aber ich habe ja noch meinen Schnaps dabei. Ich glaube, wenn jeder von uns da ein paar Schlucken nimmt, dann brennt das die ganzen Keime weg. Mit Verlaub, aber wie viel Ahnung habt ihr von Krankheiten? Das solltet ihr auf gar keinen Fall tun. Ich meine, wie kennt ihr euch aus mit diesen Krankheiten? Okay, was ist denn jetzt die Alternative, Warsha? Wie ich sagte, entweder wir schicken die Gesunden vor, dass sie schon mal gehen und aus dann dieser... Dann haben wir aber keinen Eukolizaner und dann überleben wir nicht das Nachkommen. Schlechte Idee, überlegt nochmal. Also, fragtet, was die Alternativen sind. Ich wollte sie euch aufzählen, dass wir die erste. Ja, aber das ist keine Alternative. Nun, die zweite Möglichkeit wäre, wir schlafen getrennt und sorgen auf jeden Fall dafür, dass die gesund sind, wenn durch das Klima noch krank werden könnten, aber nicht durch die krank sind. Das wäre die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit wäre, ich versuche zumindest ein paar von uns gesund zu machen mit dem, was ich euch schon erzählt habe, was ich manchmal kann. Aber das wird nicht bei allen funktionieren. Wie schlimm wird das wohl werden, wenn wir einfach weitermarschieren? Was schätzt ihr ein? Denn wir müssen irgendwie gucken, dass wir in eine Position kommen, wo wir ein Lager aufschlagen können. Das können wir hier nicht. Das ist nicht möglich. Was ist denn der Worst Case, der die Krankheit machen kann? Der Worst Case? Blaue Keuche. Das ist dann, also der blutige Rotz geht von alleine weg. Das dauert meistens so 3 Tage, wo es dann ausbrechen könnte. Jetzt gerade unter diesen Bedingungen könnte es sein, dass auch weitere noch erkranken, einfach aufgrund des Sumpfes oder durch Ansteckung. Das geht. So 6, 7, 8 Tage, das geht von alleine weg. Und das, ja, man hustet halt auch ein bisschen Blut. Das tut weh und man verliert halt auch ein paar Attributspunkte.
Aber wenn man wirklich ganz viel Pech hat, dann könnte es zur blauen Keuche werden und dann ist es duster. Wir haben doch gehört, dass hier so eine Versorgungskarawane geben soll. Wie wäre es, wenn wir versuchen, deren Spur zu finden und uns dort auf die Lauer legen? Und wenn wir auf den Zug warten, ich weiß nicht, vielleicht sind es ein paar Wagen oder ein paar Leute, können wir uns ja ausruhen und ein bisschen schonen. Das hätte viel mit Glück zu tun. Rodrigo, ich kann euch sagen, es wird wahrscheinlich mindestens 3 Tage dauern. Also, und bei diesen Umständen hier noch mehr. Ich habe noch einige Heiltränke, die ich euch anbieten kann, aber ich weiß nicht, ob so etwas bei einer Krankheit hilft. Heiltrank habe ich auch. Hat er jetzt seinen Glaskolben mit dem Algenschnaps hoch? Was wir als erstes machen sollten, ist einen Mundschutz für alle besorgen. Ich habe hier ein paar Taschentücher oder auch ein paar Seidenschleier, die man danach natürlich gut auswaschen muss. Aber das wäre zumindest ein Anfang. So würden wir weniger von diesem, bakteriellen Zeug hier einatmen. Backwehr? Back was? Nichts. Es ist ein Wort, das habe ich mal aufgeschnappt. Ist egal. Nun. Ja, ich gehe mal zu meiner Tasche und fange mal an, da so kleine Mundschutz. Das Outline gesagt, das ist doch, dass überhaupt der Atem irgendwas überträgt, ist doch überhaupt nicht bekannt. In so einem Setting überhaupt nicht, zu 100% nicht. Es wurde mir aber gerade so zugewispert. Oh, okay, gut. Dass Mundschutz gut wäre. Also von Bakterien habe ich nichts gesagt, aber Mundschutz, Schleier, das ist auf alle Fälle bekannt. Gerade dass man seine Werkzeuge sauber machen sollte, wenn man von einem Patienten zum nächsten geht, da ist Mundschutz doch nicht bekannt. Aber ist okay, machen wir das so. Ist der Mundschutz bekannt, machen wir Mundschutz. Mundschutz. Ja, wie gesagt, ich gehe hin und schneide mir ein paar kleine Fetzen und fange dann an, die irgendwie zu präparieren, sodass die Leute sie umziehen können. Die Pestdoktoren gibt es auch in Belanca zum Beispiel. Borgwurm! Ja! Mützchen? Hä? Näpschen. Nein, nicht von dir. Ah, du weißt, guten Meeresschnaps nicht zu schätzen. Rodrigo, Bock? Ich würde trotzdem gerne etwas mit euch probieren. Was denn? Und Rodrigo bindet sich gerade den Mundschutz feste. Den müsst ihr nochmal abnehmen. Ja. Ja, Rodrigo nimmt den Mundschutz nochmal ab. Greift dich hinten am Nacken. Man sieht, wie seine Augen sich ein wenig verengen und dich etwas scharf anschauen. Ja, sie würde dir einen ziemlich feuchten Kuss geben. Ich muss mal etwas würfeln, Frotti. Zieht Rodrigo dich ran und fasst dir an den Hintern dabei gleichzeitig. Oh, wow. Okay. Ich hoffe, das lenkt nicht ab beim Zaubern. Natürlich nicht. So. Verflucht, ich finde meinen Zauber nicht in Fantasy Grounds. Unter mystisch. Mystisch und dann Zauber. Ah, ich habe mich vervorteilt. Gut. Ja, von daher, ich brauche keinen Algenschnaps, ich habe die Schönheit gewonnen. Ja, Potro nimmt auf alle Fälle den Schnaps ab, hustet einmal an die Flasche und trinkt dann einen großen Schluck. Kannst sehen, wie blutiger Speichel oben an der Flasche zurückbleibt und erreicht sie dir wieder zurück. Grinst dich dabei dümmlich an. Ja, herzlichen Glückwunsch, Wascher. Da muss ich nicht auf der Liste würfeln. Du hast auch morgen den blutigen Rotz. Und du weißt halt auch als Viertelzauberer nicht, dass das nicht geklappt hat. Also du bist dir sehr sicher, das funktioniert immer. Ja, ich bin mir auch sicher. Ich würde auch Rondi jetzt anschauen und würde mich wieder von ihm lösen. Etwas irritiert, dass er seine Hände an meinem Hintern hat. Und das können wir häufiger ausprobieren. Ja. Rosco schüttelt nur mit dem Kopf. Mädchen, das Guck ist genau das Falsche. Bindet sich dabei auch nochmal so ein alkoholgetränktes Tuch vor den Mund. Brauchst du jetzt eigentlich auch ein Mundtuch oder können wir die ganze Zeit weiterknoten, weil du jetzt auch krank wirst? Du willst noch weiter mit mir knutschen? Ich wollte das doch nur machen, damit es dir besser geht. Ja, mir geht's ja schon fast wieder besser. Man sieht, wie so ein Zelt sich in Rodrigos Hose aufgebaut hat. Fast meint ihr, es hat nicht geklappt? Monatelang nicht gevögelt. Ich glaube, wir müssen nochmal gucken. Medizin, also werdet ihr auf der Seehand da schnell wir sollten das nochmal noch üben. Wollen wir überreden, dann knutsche ich dich nochmal. Okay, mal schauen, was er ist herausragend aussehen. Also, ja, wir sehen beide herausragend aus. Ja, aber das ist ja egal. Da habe ich noch 3 Punkte Erleichterung auf herausragend aussehen, nämlich 4 Sterne gerade so.
Oh, seine Barthärchen, sie sehen so gut aus. Rodrigo, ich kann das ja verstehen, dass du einen gewissen Druck hast, aber ich meine, wenn du hier ein Mädel mit in diese gefährliche Region nimmst, dann sollten wir sie auch mit den Männern teilen, oder? Ja, Washer küsst dich auf jeden Fall nochmal, Rodrigo. Rodrigo zwinkert dir einmal kurz zu, küsst dann Washer nochmal innig und schaut dich dann an. Ach, Ophadaios, sei doch froh, dass ich nur mit der Bürde dessen hier leben muss und diese wunderschöne Frau küssen muss. Beim Eine Thema Druck, Bürde? Wir müssen weiter. Jalan, möchtest du deine Knappin stützen, die leider auch krank ist, oder soll ich das Hock und Potro machen? Okay, dann stützt du deine Knappin. Wer macht das noch? Potro? Kannst du dir aussuchen? Hock? Pockwurm? Ich rufe mir, sagen wir mal, Ephadaios herbei. Alles klar, Ephadaios. Nein, nein, Brindijan, mit dem wollte ich mich noch unterhalten. Okay, dann Brindijan, der ist auch krank. Du musst auch nicht würfeln. Bei so viel Kontakt mit Myria und mit Brindijan wirst du morgen auch den blutigen Rotz haben. Dazu aber später mehr. Ihr könnt auf alle Fälle losziehen. Ich beschreibe einfach mal das Gebirge so im Generellen. Eigentlich ist es ja hoch runter, je nachdem, wie viel man dann in den Tagen schafft. Gerade in den Bergen sind es sehr viele Kakteen, die dann hier wieder nach oben wuchern. Und da kann man dann auch das ein oder andere Mal diese aufsägen, die dann auch gut erhalten sind. Je weiter ihr zieht, desto mehr könnt ihr sehen, dass ihr dieses Zentrum des Gebietes wohl auch wieder verlasst. Da mit dieser Schwärze und Chimären, das ein oder andere Mal könnt ihr euch mit widerlichen Würmern, weiteren Chimären duellieren, wobei die nicht mehr ganz so groß sind wie diese komischen Krabbenwesen, aber wieder verschwommene oder verschmolzene Tiere, ob das jetzt so eine Vogelspinne ist, mit einem Papagei verschmolzen, oder wieder so ein asphalotisches Kaninchen mit Tentakeln. Sie sehen immer sehr anders aus, werden aber immer kraftloser oder sind schon halb tot oder sind sowieso schon tot und hängen in den Bäumen. Könnt ihr dann euren Weg durch den Sumpf, durch die Berge, vielleicht durch irgendwelche Höhlen antreten und so könnt ihr dann die Tage zubringen. Das als generelle Beschreibung, aber das Zentrum, das könnt ihr auf alle Fälle dann erkennen, habt ihr hinter euch gelassen. So, wir machen aber erstmal weiter, ungefähr eine Stunde, nachdem ihr aufgebrochen seid, mit Brindijan, Myria und Jalan. So. Brindijan, ich wollte euch noch etwas fragen. Dann schieß los, Jaladin. In meinem Kampf gegen diese Tiere, war das eure Zauberei, die da gewirkt hat? Du meinst, mit der ich dich gestärkt hatte? Das ja. War ich, das sagte ich doch vorher, dass ich dich nun magisch stärken werde. Das ist wahrscheinlich nicht ganz mitbekommen zu haben. Ich frage mich nur, könnt ihr das vielleicht, ich weiß nicht, bei allen machen? Generell schon. Es dauert nur eine Weile und meine Kräfte sind auch begrenzt. Sinn macht es natürlich bei denen, die im Nahkampf sind und wirklich auf Tuchfühlung mit dem Gegner gehen. Eben bei dir. Das erscheint mir ja schon. Nun, in einem ehrenhaften Zweikampf wäre es natürlich einer. Naja, ihr wisst schon. Die Rede von Ehre, das brauchst du nicht gegenüber dieser Ungeschaffenen zu haben. Ja, ich meine ja, es wäre vermutlich sehr nützlich gegen diese Biester oder was auch immer wir in dieser Mine finden würden. Natürlich, also soweit ich kann, werde ich euch das stärken. Nun, am besten spreche noch einmal mit Rodrigo darüber, der wäre sicherlich auch sehr dankbar. Ich war mir erst nicht sicher, ob du es überhaupt willst. Und ich habe das Gefühl, dass du ein wenig skeptisch gegenüber Magie bist. Ja, dann blickt sich nochmal im verfallenen Dschungel um euch herum um. Nun, im Kampf gegen diese Kreaturen müssen wir wohl jeden Vorteil nutzen, den wir haben. Das stimmt. Gut, dann sind wir da auf jeden Fall einer Meinung. Dann werde ich in Zukunft nicht mehr vorher fragen, wenn ich das mache. Kommt schließlich darauf an, gegen wen wir kämpfen. Und wir müssen immer das Verhältnis wahren. Und wenn wir einmal in deiner Heimat sind und du ein Duell gegen irgendeinen anderen ehrenhaften Ritter führst, dann werde ich natürlich nicht verzaubern. Bin mir nicht so sicher, ob ich meine Heimat überhaupt jemals wieder sehe. Zumindest eine, die nicht so aussieht wie das hier. Ach, das soll man nie ausschließen. Irgendwann wird die Schöpfung wieder siegen. Erstmal müssen wir zu dieser verfluchten Mine kommen. Das wird schwer genug. Ich hoffe, dass diese
ein wenig mitgenommen bin ich ja schon nach dieser Nacht. Ich hoffe, dass das nicht schlimmer wird. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass alles besser wird, wenn wir aus diesem Sumpf raus sind. Eine Wahl haben wir nun nicht mehr. Oh, und dann werden die Zähne zusammengebissen unter dem, ja, unter der erhöhten Traglast und weitergegangen. Dabei beobachte ich auch mal Mirja. Hat die noch schwere Wunden? Brauchst du da irgendwie noch mal ein bisschen Behandlung bei ihr, dass sie überhaupt durchhält, oder geht das so einigermaßen? Sie kommt voran, aber sie hat immer noch zwei Wunden am Bein und die gehen nicht weg, solange sie keine vollen Lebenspunkte hat. Und die bekommt sie nicht, solange sie krank ist. Die bekommt sie nicht, weil, naja, A, sie ist krank und B, sie kann nicht regenerieren in der Nacht. Ihr könnt euch gerne noch die nächsten paar Tage mit der Qualitätsstufe eines Lagerplatzes umherschlagen. Ob das wirklich besser wird, wage ich zu bezweifeln. Ihr könnt halt gerne irgendwelche anderen Modifikationen ausschalten. Sowas wie windgeschützt könnt ihr halt reinnehmen. Dann fehlt es aber auch an Insekten oder Ungeziefer. Dann wird der Schlaf eben an einer anderen Stelle mangeln. Und das ist das Problem, was ihr gerade habt. Der Schlaf ohne Zelt auf dem Boden in den Bergen ist ein anderer als oben auf den Bäumen. Auf den Bäumen hattet ihr das Problem nie wirklich. Da gab es zwar sowas immer wie Jagdtiere, die dann unten saßen und nach oben kamen, wie zum Beispiel dieser Baumbär. Ja, aber quasi hier im Sumpf oder in den Bergen ist das alles ein bisschen schwerer. Gut, dann würde Brindisien sich aber zumindest mal bei der nächsten Rast ein wenig um Mirja kümmern. Dass ich da zumindest ja die Schwere der Wunde etwas reduzieren kann, also eine regeltechnische Wunde wegkriege. Gut, dann dürft ihr einfach mal eure Modifizierung vornehmen, wenn es jetzt hier an Probenwürfeln geht. Alle, die krank sind, und da kann sich dann Jalan demnächst auch schon mal die Punkte eintragen. Auch den Krankheitsstatus geben? Kannst du machen. Also regeltechnisch ist er halt erst morgen krank, beziehungsweise dann irgendwann heute Nacht. Aber wenn du halt jetzt die ganze Zeit rumläufst, dann trag sie halt schon mal ein. Wie gesagt, wir werden nicht alle 8-9 Tage ausspielen. Eure GE, eure KO, eure KK ist um 2 Punkte gesenkt. Geschicklichkeit oder Gewandtheit, Konstitution und Körperkraft. 2 Punkte niedriger. Und dann kannst du mit den neuen Werten auf dein Zauber würfeln. Ich glaube, das wird jetzt für diesen Zauber nicht so relevant werden, aber für alle weiteren Dinge. Alles klar. Ja, dann schaut sich Brindisian bei der nächsten Möglichkeit, irgendwie mittags vermutlich oder irgendwann, wenn die Maraske wieder mal anhält. Genau. Ja, schaut sich mal Mirja wieder an und ja, murmelt dann eine Weile und handhabt an dieser Wunde rum, spricht dann Balsam Salabunde, heile Wunde. Für 7 ASP würde ich das machen. Das sieht doch gut aus. Das reicht auf jeden Fall. Ja. Nun, das sieht ja schon viel besser aus. Solltest du wieder etwas besser vorankommen, Yajira? Eine Wunde nicht ganz weg, aber... Eine Wunde, ja. Und sie bekommt 7 Lebenspunkte. Schau mal, kannst du auftreten? Ja, danke. Viel besser, Meister Magister Brindigia. Schön, dass wir euch an unserer Seite haben. Gern geschehen, dafür bin ich ja dabei. In der Tat, die Sinnesgaben sind groß. Aber mich hat sie sowas noch nie gesagt. Weil ihr auch in letzter Zeit nichts tun, außer darüber zu jammern, dass wir keine Fische fangen. Das ist aber auch wirklich ein Problem. Was? Nichts, nichts. Schaut das mal, Problem ist, dass wir wenig Essen haben. Wie gesagt, das Problem ist, dass wir wenig zu essen haben und nicht, dass das Essen kein Fisch ist. Ja, das könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Frischer Fisch, nicht so frischen Fisch. Ja, ich wäre froh, wenn ich etwas Frisches irgendwas zu essen hätte. Unser größtes Problem ist erstmal Wasser. Ja, Wasser und erholsamer Schlaf.
Ja, wie gesagt, wenn ihr dann wieder die Berge nach oben steigt, aus den sumpfigen Tälern nach oben, findet ihr dann Kakteen, wo ihr Wasser findet, das dann aber auch immer nur von ja, Abend zu Abend, sodass ihr dann wirklich Kopfschmerzen habt und die Krankheit nagt an euch. Euch mangelt es quasi an allem, also nicht nur an Fleisch, an essbarem Fleisch, vielleicht das ein oder andere Krokodil, was mal geschossen werden kann. Gerade oben könnte dann wieder Feuer gemacht werden, weil es hier keine Sumpfgase gibt, aber wenn ihr am nächsten Tag auch wieder runtersteigt, wird das wieder nicht besser. Wenn man irgendwann oben ist, wird Kasim sich mal etwas abseits hinsetzen und so etwas hat er noch nie getan, aber irgendwie versuchen mit Schalgatur zu sprechen, ob man eventuell irgendeinen Deal machen kann, dass man zumindest bis zur Mine noch den Dienst verlängern könnte. Dein Stab antwortet hier nicht.